sehr gut. Das wäre jetzt mal. Mehr brauche ich doch auch. So, aber es war jetzt eigentlich alles.
noch als Kind, haben wir früher auch, bin hier, aber es ist der, die Nachbarschaft, die Kinder, wir haben kein Spielzeug gehabt, haben wir so etwas gemacht, auf auch geschützt etwas und verschiedene Sachen. Und das ist halt im Frühjahr, wie lange ist halt die Tradition gewesen, eine Maipfeife machen und die halt ein bisschen zu Klinge bringen. Ja, früher haben wir eigentlich als Buben, hat mir halt wichtig gewesen, ein Messer. Eben, alle Becken haben das, ist das eben, noch was mit dem Messer, weil das ging auch Sog und Schare, wie heute halt war. Aber wir haben es halt als Kind mit das Messer gehabt, und einfach Saugmesser. Und das ist unser Ding gewesen, einfach ein Stolz mit dem Messer. Ja, für die Kinder, für die Nachbarkinder, die was älter sind gewesen, die haben es halt weitergeben oder so. Meistens halt die Kinder, die Eltern weniger, aber das ist halt da und andere. Ja, vielleicht der Vater auf der Mal, aber. Ja, das haben wir bei Hirten und überall gelebt, spielen, alles haben wir da. Bis auch bei jeder Gelegenheit hat man die Wurst Freude gehabt, wenn etwas erklungen, etwas zu denen gebraucht. Bispeln hat es dann kein Recht gegeben. Und wir haben mal unsere Sachen selber gemacht. Na, wenig, einfach als Belustigung, so dass Freude gehabt hat, mit den Dänen. Eben die verstellen können, die ohne besser geht oder die ohne letzter geht oder in Ton, was uns besser gefällt. Auch verschiedenes Holz haben wir noch probiert, alle, wie es am besten geht und alles immer probiert. Ein bisschen. Ja, das Holz ist jetzt an die Esche genommen. Und ich sehe ja den besten eigentlich und Salbeide geht auch gut. Und aber am besten hat ich mal ein bisschen lange Schässer sein, den letzten Jahr. Und eben früher haben die Bäume, wir sagen, geschnadet, haben zurückgehockt alle Jahr für das Vieh. Und da haben sich haben die Dinge, die Wasserschässer gebildet. Im Laufe des Sommers und jetzt gehen die halt ideal, so Maipfeifen zu machen. Weil die sollen ziemlich frei sein, mindestens 20 cm, dass man arbeiten kann. Weil da oben die Dinge sein, die Blattknospen. Zusammen kann ich nicht, heimisch nicht, jetzt nicht. Und auch ist auch das andere geht gut. Und wenn die Bäume immer geschnadet werden, aber schwieriger Holz zu finden. Das ist leid, wenn man das eben halb zurückhackt. Die Stauden oder die Bäume, da kriegst du halt so ein ideales Holz, das was du dazu noch verwenden kannst. Und die müssen halt eben in Ding sein, eben im Mai, auch wenn sie in Saft sein, wenn man da drauf klopft oder wenn man Schnitt macht, dann sieht man schon einmal, da kommt schon ein bisschen Wasser zu weg, also eine Flüssigkeit, dann merkt man, das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist nicht lang der Zeitpunkt, und zwei Wochen, drei Wochen vielleicht, wenn ich denke, wie die Witterung ist. Aber wenn die Blätter mal kommen, zu viel oder so, dann ist das schon immer, das ist immer so gerne schlauchen, so mir nicht. Und eben immer bald ein bisschen aufpassen. Nicht lang, wenn wir es in feuchten Dingen ein bisschen entwickelt, auf den Tuch oder dass einfach feucht bleibt, ein paar Tage, höchstens drei, vier Tage. Aber sagt man, macht mal wieder ein anderes, wenn man eine Weile das Interesse hat und gibt es nicht frische. Das ist halt ganz Dinge, weil Material, Holz ist genug immer. Und dann kann man sich ständig hier machen. Ich weiß es mal in Tropfen, aber geht nicht mehr. Na, eigentlich werden sie nicht mehr so gebraucht. Weil eben die Kinder nicht mehr das Interesse haben, wenn sie andere Sachen heute viel zu viel haben, aber ist das eben generell. Und hier hat auch niemand mehr recht. Wir früher haben wir mal die Gase gehabt und die Rindviecher, und dann als Schulbuhr mit nach der Schule. Und dann ist halt das, dass die Zeit umgeht, hast du es auch geschnitzelt, nicht verschiedene Sachen geschnitzelt, aber heute. Ich sage, kommen sie kommen mal besser mehr und ich habe das nicht mehr praktiziert. Und das ist halt die Entwicklung, ja, das ist Zeit. Nein, ich hätte das schon
Aber es wäre interessant, so etwas in die Kinder beizubringen in der Schule aus. Wenn man jetzt selber so überlegt, es wäre eine gute Sache eigentlich, das in die Schüler beizubringen, dass sie ein bisschen sehen, was man alles machen kann mit den Naturmaterialien. Aber eben, ich sage eigentlich einfach viel zu viel. Die Kinder haben viel zu die Buben auch, alle haben es auch noch nachher. Ist das alles geblieben, ja. Da ist halt die Gedanken versunken und hoffentlich gelingt es gut. Und so brauche ich eigentlich gesungen, habe eigentlich wenig. Man hat halt Zistel umgetanzt ein bisschen, aber damit, wenn man das, wenn es mal erteint hat, hat man das so ein bisschen umgerannt und getanzt ein bisschen. Und auch als wir Freitag gehabt und alles zusammen, die Freitag jetzt auch. Ist eigentlich Lieder gesungen oder so. Ist nicht so viel geworden. Ja, da haben wir eigentlich alles ein bisschen hergenommen, was ein bisschen lang ist. Mies, hauptsächlich eine saure Stunde, etwas gemacht, probiert und Lohm. Wir haben da viel Lohm, Lehm. Alles viel hergenommen, aber eben eine Mauer gemacht und so mehr Sachen haben wir einfach. Also in unsere, oder also Grenze gemacht mit Lärchen, Zweigen oder Dinnen im Frühjahr, wo die Katzler da sind, die Roten. Also einfach so etwas mit der Hand etwas entwickelt, was man so probiert hat, man einfach etwas. Weil man hat ja Zeit gehabt, wie gesagt, und anders ist nicht immer gewesen. Da hat man sich auf der Suche gemacht, was ein bisschen geht.